mal so ein paar Eckdaten, was alles auf einen zukommen muss, um so ein grandioses Festival auf die Beine zu stellen. Ja, kein Problem. Also wir haben damit angefangen im November letztes Jahr, die ganzen Planungen. Leider mussten wir mit Location immer wieder wechseln. Dementsprechend sind wir erst vor 7 Wochen in diese Location gekommen, mussten uns komplett anpassen. Ich meine, wir sehen das, wir haben hier Strand. Wir sind nicht mehr in der Stadt auf den Steinen so. Ne? Wir mussten uns komplett an die Location anpassen. Wir haben über 210 Mitarbeiter, die sich hier den Arsch für uns aufreißen. Wir haben ein Administrationsteam unter uns, 6 Admins. Wir sind 5 Veranstalter. Wir haben viele Ehrenämter, die mit dabei sind, die einfach sagen, hey Leute, das ist so cool, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ja, und das gibt uns halt auch einiges zurück so. Ne? Die Gäste werden heute belohnt. Mit welchem DJ-Set? Wer ist so dein Favorite? Wer gehört dazu heute? Wer steht hinter den Turntables? Also Boris Lubosch ist natürlich echt schon mal ein fetter Name. Und den werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal 5 Minuten geben, danach muss ich dann weiterarbeiten. Und hier vorne möchte ich unbedingt Tujamo und Plastic Funk sehen, das muss ich einfach. Das heißt, wir haben insgesamt 3 Bühnen? Wir haben 3 Bühnen, wir haben hier vorne die Mainstage, wir haben extra ein riesen fettes Zelt aufgebaut, nur Sand als Untergrund. Da vorne kommt dann gleich die Deep House Bühne und dann da hinten die Elektrobühne, Abriss. Bist du heute angereist? Mit 5. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Wie lange geht's heute Abend für dich? So lange, bis die Sonne aufgeht. Aber mal gucken, wie lange hier Party ist. So lange bleiben wir auf jeden Fall hier. Location dies Jahr Oberhammer? Ich würde sagen, besser geht es nicht. See, Strand, Sonne. Ja, und die geilsten Leute, die man haben kann als Publikum. Kann man schon etwas verraten zur nächsten Location? Nächstes Jahr wird es hier wieder stattfinden? Also, jetzt muss natürlich alles im Nachgang vernünftig ablaufen und dann wird es sehr wahrscheinlich nächstes Jahr hier wieder stattfinden, ja. Wie geht der Abend weiter? Noch fleißig abbauen oder nach gleich erstmal entspannen und feiern wie hier? Dauert noch lange. Also erstmal ist der Abbau noch dran, weil morgen ist halt wieder Strandbetrieb und wir müssen ziemlich viel hier wegräumen. Also dauert noch, bis ich meinen Feierabend hinkriege, ja. Sehr schön. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast und macht weiter so. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Noch ein abschließendes Wort, wie müde bist du? Noch nicht, bis 5 Uhr morgens auf jeden Fall. Und danach muss ich hier irgendwie etwas mir einfallen lassen, damit es weitergeht. Du fährst momentan auch auf Adrenalin. So ist das, 180. Sehr schön, gute Fahrt. Okay, danke, ciao.